Alexa, wer ist Dieter Asmus? Dieter Asmus ist ein zeitgenössischer deutscher Maler und Grafiker des neuen Realismus. Gibt's da Vorbilder? Nein, es gibt ein Foto als Vorbild auf dem Foto. Von dem Foto übernehme ich nur die Kontur, sonst nichts. Als andere stelle ich selbst nach meinen künstlerischen Maßgaben her. Wie gesagt, ich möchte so plastisch wie möglich sein. Also das waren überhaupt, als die Zebras anfingen, waren das die drei Kriterien. Wenn man neue Dinge im 20. oder für das 21. Jahrhundert herstellen will, dann müssen ihre Haupteigenschaften, nämlich die Anfassbarkeit, die größtmögliche Plastizität, auch auftauchen. Ne? Das ist aber systematisiert. Es gibt immer eine schwarze Kontur um alle Figuren herum. Das funktioniert bildnerisch, nämlich, habe ich eben schon erklärt, gegen die Fläche. Sonst funktioniert das nicht. Wenn man eine weiße Kontur macht oder eine helle Kontur, funktioniert das nicht. Ne? Dies ist also sehr prototypisch. Ein Laie kriegt das nicht mit und das finde ich sehr gut. Dann ist es wie früher in der Gotik, als es keine Bilder gab, also keine Fotos, keine Bilder außer den Bildern in der Kirche. Das bedeutete, dass sowohl das sogenannte einfache Volk, was also so einfach auch nicht ist, als auch die ausgebufften Kunstprofis das genießen konnten, ne? Oder sich angesprochen fühlten. Das ist eigentlich mein Kunstideal, dass alle was haben wollen. Davon, also ein Laie würde das als gegeben annehmen, wenn ihr das Foto seht. Zeige das gleich mal an dem anderen. Ah, da habe ich ein Ich muss Foto, mal ne? was. Kann man das Foto sehen? Und dann diese Sachen, die existieren nicht mehr. Aber es ist eine sehr prototypische Veranstaltung. Es ist keineswegs fotografisch. Fotografisch ist nur die Kontur der Figuren, also das Aufreißen seines Mundes. Was aber sehr fotografisch ist, ist die Oberfläche des bewegten Wassers, was man mit unbewaffnetem Auge nicht sehen kann. Das kann man nicht sehen. Ne? Okay. Du sitzt vor der Badewanne, du siehst, wie das Wasser sich bewegt. Und unser Gehirn ist nicht in der Lage, aus evolutionstechnischen Gründen brauchen wir das nicht. Ne? Es bringt uns nichts, wenn wir sehen, wie die einzelne Welle sich benimmt. Aber es ist, wenn das Foto in der Welt ist, eine Latte, hinter die man nicht zurückgehen kann als Maler. Das heißt, ne, verstehst du? Ja. Also ich kann nicht schlechtere Bilder machen, als die Fotografie herstellt. Das wär ja ein Witz. Ne? Dann, ja, manche Leute sagen auch, ja, also Schlemmer zum Beispiel war der Meinung, ja, wenn es sich um Gegenstände handelt, nehme ich ein Futterrad und ansonsten male ich abstrakt. Ne? Das war gut, also das ist lange her. Und Ich weiß noch, verzeihe ich ihm, aber das ist ein Blödsinn auf hohem Niveau sozusagen. Gerd Richter hat doch damals für Siemens ein Bild gemalt vom Mailänder Domplatz. So, und da hat er, damit das möglichst wieder verwegen aussieht, hat er Ja. einfach aus der Zeitung als ausgerissen in die Hälfte Ja. gemacht, dann vergrößert auf 4 mal 8 Meter. Ja, Und ja. da geht im Grunde genommen
geht das Bild, das wirkt durch seine Unschärfe unheimlich gut. Ne? Also das Ja, die Unschärfe ist eine Pest unserer Zeit. Die Unschärfe ist eine Pest unserer Zeit. Ja. So meinst du das nur auf die Kunst bezogen oder generell? Man könnte es auch generell ausweiten, ja. Du, und dann, aber wir haben ja hier eine ambivalente, für mich ambivalente Bildaussage. Ja. Will die ihn nun ersäufen oder haben die da Spaß? Die haben, also auf dem Foto haben sie Spaß. Ja. Ne? Gut. Und auf dem Bild ist es ambivalent. Das ist bei guter Kunst also immer so. Es ist ambivalent, okay. Ich dachte, ich verstehe es falsch. Natürlich. Es hat immer diese zwei Möglichkeiten. Auch dieses angeblich sehr fröhliche Bild da, zu dem wir gleich kommen, ist ambivalent. Weil du hast ja da Quietscheentchen, auf der anderen Seite sein Gesichtsausdruck. Ja. Also das ist ja, es muss friedlich losgegangen sein. Ja, klar. Aber es ist im Untergrund, auch in der Wirklichkeit und auch im Foto so. Es ist natürlich etwas sadistisch, ist völlig klar. Aber was sich liebt, das neckt sich, das spielt mit diesen Dingen. Es ist, dadurch entsteht das, was wir Erotik nennen. Ne? Er muss ihr irgendwas angetan haben. Sie genüsslich ersäuft sie ihn da. Also sie wird sich wahrscheinlich nicht richtig ersäuft, aber kriegt einen mit. Also ich würde manche fragen dann, ja, ersäuft sie ihn? Ich sage, ich weiß nicht, ob sie das schaffen würde, also rein technisch. Ja, die Leute waren jetzt ja schon ziemlich voll. Ne? Also, aber hier, das ist auch schön. Ja. Den habe ich nun extra dahin getan. Ja, ja. Weil die, nicht? Dadurch wird die Ambivalenz noch ein bisschen gesteigert. Genau. Das ist ja nur angeblich lustige Sache. Es ist friedlich losgegangen. Übrigens das einzige Blau im ganzen Bild. Ach, das ist ja süß. Stimmt. Ne? Das einzige Blau in dem ganzen Bild. Naja, kurzum, ihr ist es wurscht, es ist typisch Gummiente, sie guckt woanders hin. Eine ignorante Ente. Ja. Während die Gänse ja auf einer Mission sind. Ne? Also. Ja, also es ist im Gemalten ein gutes gemaltes Bild ist eigentlich immer ambivalent. Mhm. Es zeigt die Möglichkeiten der Menschheit, die positiven und die negativen, und zwar oft eben kongruent, ne? Also gleichzeitig. Das heißt, wir können Dinge empfinden, die wir so im täglichen Leben nicht so ohne weiteres auf die Reihe kriegen würden. Also was mir bei dir auffällt, ist Folgendes. Im Gegensatz zu Dietmar, da muss man ja wirklich sehr mutig sein, wenn man seinen Kram aufhängt. Das ist, wirkt manchmal ein bisschen, wir hatten eben den Mann, kennst du ja wahrscheinlich auch den Mann in dem Rollstuhl da, nicht? Ja, ja, das es ist der Bacon-Effekt, ne? Also, ich sag mal, ja, Bacon würde ich mir nie hinhängen. Ich sag, versuch es mal, dir einen Bacon-Repro übers Bett zu hängen. Du wirst feststellen, dass du nach 4 Wochen den Inhalt nicht mehr beachtest, weil du den kennst, sozusagen. Die Kunst kommt immer weiter nach vorne. Der Inhalt geht zurück, die Kunst kommt immer weiter nach vorne. Naja, Bacon hat ja sowieso gesagt, also seine Bilder bedeuten nichts, weil er ja so fatalistisch ist. Also ja. Bacon gefällt sich etwas darin. Ja. Ne? Er stammt ja auch noch aus einer anderen Zeit, geboren 1912. Das ist ja eine ganz andere Generation. Und die sind natürlich voll parallel mit der Abstraktion zugange gewesen. Ist Bacon eigentlich ein gegenständlicher Maler oder ist er ein abstrakter Maler? Ich kann das gar nicht entscheiden. Also beides. Ja, nicht beides. Übrigens sind gute Maler immer beides. Ja. Auch Rembrandt. Ja. Wenn man Rembrandt im Original sieht, kann man ihn auch vollkommen ungegenständlich sehen. Was er da mit der pastosen Farbe anstellt. Das ist Taschismus teilweise. Ne? Das ist unglaublich. Aber selbst bei Dürer, weil dieses ominöse, in die damals ganz neue Entdeckung der tatsächlichen Welt und jetzt bis in alle kleinsten Einzelheiten, dem also mit dem Stichel oder mit der Zeichenfeder zu folgen, hat etwas unglaublich Manisches. Und Es klappt irgendwann. Also Kinder mögen Dürer nicht, aus einem ganz bestimmten Grunde. Er ist eben unheimlich. Dabei passiert da nicht unbedingt was Unheimliches, sondern es ist wie immer
in der guten Kunst, es ist die Art und Weise des Vortrags. Es ist ja kein Zufall, dass das Art und Weise, Art ist das englische Wort für Kunst, das ist kein Zufall. Ne? Es kommt in der Kunst auf die Art und Weise des Vortrags an, also auf die Formulierung, auf das, was wir Kunst nennen, auf das, was wir Form nennen. Mhm. Wir übersetzen das Gesehene in Form. Das heißt, in eine Form, die dem menschlichen Geist offenbar entgegenkommt, sodass es für uns fassbar wird. Die normale Umwelt ist so riesig und so differenziert. Du kannst überhaupt keine Auswahl treffen, du kannst sie nur praktisch sozusagen an dich nehmen. Aber sie ist diffus und ungeformt. Die Kunst nimmt Teilaspekte, die den Maler oder die Malerin ganz besonders antörnen oder ganz besonders interessieren und zeigt das in einer Form, die wir in unser Gedächtnis und in unser Gemüt nehmen können. Das kann die Wirklichkeit schafft das nicht. Nur wenn sogenannte schwerwiegende Ereignisse sind, wie ein Unfall, zum Beispiel vorgestern kamen wir an einem Auto vorbei, auf dem Dachloch. Und da war also schwer was passiert. Kann sich ja vorstellen, was da passiert sein musste, damit ein Auto auf dem Dach liegt. Nicht? Das ist dann kurzfristig, was einen in der Gegenwart hat, dann also hochreißt. Aber normalerweise kümmert man sich nicht um die Beleuchtung eines Blattes. Naja, also wir sind, genau, das ist ja, ich glaube, auch dein Thema jetzt, der absolute Moment, den einfrieren und den dann bildnerisch noch, ich sag mal, bearbeiten oder noch intensivieren. Ja, intensiviert, also in Form bringen. Ja, in Form, ja. Ja, also wir nennen das formulieren. Ein bisschen, formulieren, ja, in Form bringen. Genau. Daher das Wort. Daher auch der ganze Aufwand. Ich meine, ihr könnt mir ja einen schönen Lenz machen und eine Weltreise unternehmen oder so. Mich interessieren bestimmte Dinge, die würde ich also wirklich sehr gerne angucken. Indische Architektur oder amerikanische Landschaften, ne, besonders Grand Canyon und die Grand Canyons der Hochhäuser, würde mich alles rasend interessieren. Aber ich habe keine Zeit. Ich bin, irgendeine Fee stand an meiner Wiege und hat gesagt, so, du wärst Maler. Ne? Okay. Ja, also das kannst du nicht gegen anstinken. Das ist also. Glaubst du da an eine Bestimmung von dir? Das heißt, also es war die Bestimmung für dich, Maler zu werden? Also ich glaube nicht daran. Ich bin hier unterworfen, kannst da nichts gegen machen. Also es ist ein Auftrag, eine Pflicht. Es ist eine Pflicht, ja. Macht auch Spaß, aber es ist sau viel Arbeit, ja. Ja. Ja, das ist ja anstrengend dann, ne? Oder? Ja, ja, bei uns heißt es immer so, ich gehe wieder auf die Galeere. Ah, ne? Ja. So. Ja, klar, wenn du an einem Tag also noch nicht mal eine Hand schaffst, dann ist das schon also ganz schön zeitraubend und auch schweißtreibend, ne? Sagen wir mal. Ja, also Arno Schmidt nach einem angeblichen 12-Stunden-Tag wusste nicht mehr, ob er nun Männchen oder Weibchen ist. Ne? Und dieser viel zitierte Spruch von Karl Valentin, Kunst ist schön, aber anstrengend. Mhm. Das ist noch schwer untertrieben. Kunst ist eine tages- und nachtfüllende Angelegenheit. Ne? Ja. Man ist immer im Dienst sozusagen. Ja, es gibt einen Spruch von Bacon, der heißt, auch Frivolität erfordert Disziplin. Jawohl, jawohl. Das ist so. Und man darf nicht naturalistisch 1:1 sein. Das heißt, wenn man Langeweile darstellt, darf das Bild nicht langweilig sein. Das ist Naturalismus. Ne? Sondern die Langeweile muss kurzweilig sein. Das knüpft, wie man sehr deutlich sieht, an den Franzosen Jean Dubuffet an, der sich sehr für die Strukturen des des Bodens, der Erde, des Himmels und so weiter interessiert hat. Und
Er war einer der drei zeitgenössischen Gegenständlichen damals, der in dem riesigen Meer der Abstraktion also eine Möglichkeit bot, nach vorne zu gehen. Das war Pablo Picasso, geboren 81, Jean Dubuffet, geboren 01 und Francis Bacon, geboren 1912. Das waren die einzigen Gegenständlichen innerhalb der Abstraktion damals. Mhm. Und die konnte man weiterentwickeln. Also Dubuffet lag uns sehr am Herzen. Warum, weiß der Geier. Ich weiß es mittlerweile ganz genau, weil das Diktum von Kandinsky, der sozusagen die Koordinaten der modernen Kunst für das 20. Jahrhundert formal definiert hat, nämlich Punkt, Linie, Fläche. Das ganze 20. Jahrhundert hat flache Bilder erzeugt, also ohne Räumlichkeit. Das war 1927, 1960, als Zebra anfing, interessierte uns das nicht mehr, also berührte uns nicht mehr, hatte nichts mit dem Leben zu tun, was wir erlebten, und stellte sich heraus, dass wir dann, ohne dass man das will, nicht? Die nächste und übernächste Generation ist in einer anderen geistigen Umgebung aufgewachsen und hat andere Vorlieben. Ja, und das ist ein aktuelles Projekt da. Ja, Moment, ich will noch eben zu Ende, ich war etwas abgelenkt. Die Plastizität, die hier also fühlbar ist, haptisch, die ist hier zum ersten Mal optisch, tritt hier zum ersten Mal optisch auf, in dem Bild mit der Kapuze. Ne? Ich habe bis dahin immer nur sowas malen können. Plastizität war für mich bis dato sowas oder sowas. Ja. Hier konnte ich zum ersten Mal eine Differenzierung der Oberfläche machen. Ja. Und das Ergebnis ist dieses hier. Dies ist letzten Endes das Ergebnis. Also der nächste Sprung ist äußerste Differenzierung. Durchsichtiges Wasser vor der grünen Badewanne, grünes Wasser. Und vor dem bräunlichen Inkarnat, bräunliches Wasser. Mhm. Ne? Da geht es nicht mehr weiter. Da ist Ende der Fahnenstange, äußerste Differenzierung der Möglichkeiten. Aber da sieht man genau formal jetzt, ne? Nicht inhaltlich, Art und Weise, nicht wahr? Es geht um die Art und Weise. Sieht man formal die sehr starke Verwandtschaft mit dem frühen Bild von 63 und diesem Bild und diesem späten Bild. Formal, ja. Mhm. Ne? Das habe ich damals natürlich nicht geahnt. Konnte ich auch nicht. So. Unmöglich. Man entwickelt sich. Ja, also das heißt, man wickelt sich auf und hat dann irgendwann diese Möglichkeiten. Ne? Mhm. Die äußerste, genau. äußerste Möglichkeit hier, das äußerste Gegenteil. Ne? Wird man mit den Jahren besser? Ja, klar. Mhm. Ja, klar. Das ist, also ich konnte ja nichts. Ne? Ich konnte noch nicht mal Haar. Haar ist eine grafische Angelegenheit. Wie soll man Haar in ein plastisches Konzept bringen? Das heißt, meine ersten Mädchen haben alle Badekappen auf. Deswegen, hier, da. Hier, frühes Bild, 1970. Bitte sehr. Ich konnte kein Haar. Ja, hätte schummeln müssen, ne? Was ich aber nicht wollte. Und schon, nicht? So ist es in der Kunst. Man geht auf der formalen Leitlinie lang und versucht und sucht in der Wirklichkeit die Dinge auf in dem Moment, wo sie den Anblick bieten, den man selbst als inneres Bild hat, wie Dürer sagt. Das inwendige Bild ist es, das der Maler herstellt. Das inwendige Bild, nicht das auswendige Bild. Ja. Ja, also viel heller wird es nicht. Ne? Wir haben viel Licht heute, schön. Ja, aber jetzt ist es irgendwie goldener.
Ja. Ja. Mhm. Stimmt. Nun ist es ist auch einiges Gold. Also fixiert ist es noch nicht. Aber man hat eine Ahnung davon, was passiert, nicht? Wenn man, also Gold machen ist ja nicht so ganz einfach. Nee, weil das richtet sich nicht an nach der Plastizität, sondern das Schwarz steht sehr unvermittelt teilweise neben dem Weiß. Und dazwischen ist eine ganz schmale Zone, bei der Hacke zum Beispiel, ist eine ganz schmale Zone, auf die man höllisch achten muss. Das ist die Zone der Farbe, ne? Also der sogenannten Lokalfarbe. Hier soll ich mal eben zeigen. Hier ist es weiß, hier ist es schwarz. Wird noch heftiger, wenn man das fixiert. Ne? Hier in der Mitte, also wenn man da zu viel macht, dann wird es ein ganz anderes Metall zum Beispiel. Ja, hier haben wir das ja auch. Hier. Das ist so eine ausgebuffte Angelegenheit. Das ist Goldlamé. Und das ist gar kein Metall eigentlich. Ne? Aber das ist so ein scharfer Hit, also für eine Hose. Also für eine Disco oder sowas. Was ist das jetzt für eine Szene? Haben wir schon die Szene? Eigentlich ist das eine quasi Disco-Szene. Also tanzende, eine tanzende Menschenmenge, die von hier, die Bewegung ist diesmal von der rechten Seite her. Das Witzige ist, dass wenn die Leute von rechts kommen, da hinten ist die einzige Figur, die also frontal die Zuschauer anguckt. Das ist sozusagen der Stopper, die Fermate in dem Bild. Ne? Ansonsten ist die Bewegung so. Diese Leute laufen weg. Dieses Bild habe ich schon seit 20 Jahren im Gemüt eigentlich. Und da bei diesen Weglaufenden, da ist schon was passiert. Also da wird vorweggenommen diese Sache mit der Kalaschnikow in die Menschenmenge. Ja, die haben schon was gemerkt. Also Bataclan. Ja. Ja. Also das hatte ich aber nicht geahnt. Das war aber Thema Ambivalenz von vornherein angelegt. Nicht? Also dass das Positive sehr schnell in das Negative umschlagen kann. Was zur inhaltlichen Bedeutung natürlich beiträgt. Was aber nicht desto trotz die einzelnen Erscheinungen auf dem Bild also beeinflusst. Das ist ja immer diese komische Ambivalenz. Wenn man eine aufblühende Lilie hat, die donnert ihre Sachen hoch. Also die schmeißt alles nach vorne, was sie zu bieten hat. Ne? Mhm. Und dann wägt sie ziemlich schnell wieder zusammen. Das ist eigentlich also das eine Metapher für unsere Existenz. Ne? Man kann das aber ganz gegenständlich beobachten. Man braucht keine tiefsinnige oder tiefschürfende Erklärung dazu, sondern wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das die Bedingungen des Lebens ist. Ne? Und ich hatte als Arbeitstitel dieses Ding hier Konfetti genannt, weil das ganze Bild auch oben, da kommt ein schwarzer Hintergrund, ne? Auch oben, man sieht hier überall die Vorzeichnung schon. Also die Konfetti über das ganze Bild runterkommen. Und hier ist, konzentriert sich das so ein bisschen, deswegen nenne ich diese Figur Flora so als Art. Flora schmeißt nicht Blüten, sondern schmeißt bunte Muster und Konfetti um sich herum. Wo kommt die Idee für die Beine her? Also, wo kommt die Idee für die Beine her, diese strukturierte? Das sind alles Sachen, die ich beobachte, die ich aufnehme. Mhm. Also das kommt aus einer Zeitschrift, das gibt es echt. Mhm. Ne, das gibt es. Mhm. Das Schöne ist ja, Picasso sagt, ich suche nicht, ich finde. Und das hört sich immer so ein bisschen hochfahrend an, ist es aber nicht, sondern es beschreibt ganz schlicht die Arbeitsmethode des Künstlers. Man tut gut daran, die Augen aufzuknöpfen und sich die tatsächliche Wirklichkeit wirklich anzugucken. Dann kommen die Ideen, also die optischen Ideen in diesem Fall, auf mich zugeschossen. Ne?